Sehr geehrte Pastoren, Theologen und liebe Familie auf der ganzen Welt, herzlich willkommen zum Online-Seminar von Shincheonji über das Zeugnis der Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln. Mein Name ist Song Yongje und ich habe die Ehre, das Seminar zu moderieren. Zunächst möchte ich mich einmal herzlich bei allen Teilnehmenden dieses Online-Seminars bedanken. Das Online-Seminar von Shincheonji wird aktuell international und in verschiedenen Sprachen ausgesendet. Ich grüße jeden Einzelnen, der heute an diesem Seminar teilnimmt. Zahlreiche Menschen haben bis heute an diesem Seminar teilgenommen. Darunter haben 1200 Personen aus 57 Ländern, unter anderem Pastoren und Medien, ihren Wunsch zum Austausch mit Shincheonji geäußert und haben deshalb MOUs mit uns geschlossen. In diesem Seminar behandeln wir die Kerninhalte des Alten und des Neuen Testaments und den Verlauf der Erfüllung der Prophetien Gottes in der Bibel. Es ist eine sehr gute Gelegenheit, um zu erfahren, wann, wo und durch wen die Prophetien Gottes wahr geworden sind. Dann wünsche ich Ihnen viel Gnade durch das Seminar. Und ich hoffe, dass Sie durch das Seminar die Erkenntnis der Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments erlangen und Ihr Glaube von Gott anerkannt wird. Bevor wir beginnen, wollen wir gemeinsam beten. Heiliger und ehrwürdiger Vater Gott, ich danke dir für die große Gnade des Blutes Jesu. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, die erfüllte Wirklichkeit des Alten und des Neuen Testaments zu bezeugen. Du siehst, wie zahlreiche Pastoren, Theologen und Christen zu diesem Seminar gekommen sind, um von deiner Wahrheit zu erfahren. Vater, bitte leite sie, damit sie die Wirklichkeit der Erfüllung deiner Verheißungen hören, erkennen und dich verherrlichen. Bitte schenk dafür jedem Einzelnen das Auge, das Ohr und das Herz dafür. So lege ich den gesamten Ablauf in deine Hände und habe all dies im Namen Jesu gebetet. Amen. Dann lassen Sie uns den Prediger empfangen. Er wird Ihnen heute durch die 19. Lektion der Mittelstufe den Posaunenschall der 7. Posaune näher bringen. Lassen Sie uns die Tür unseres Herzens weit öffnen und die Worte Gottes erkennen. Sehr geehrte Pastoren, Theologen und Christen, die ihre Hoffnung auf das ewige Leben im Himmelreich setzen. Ich grüße Sie herzlich zu diesem Seminar. Mein Name ist Kim Dae-jun und ich leite die Namsan-Gemeinde des Stammes Simon von Shincheonji. Vielen Dank, dass Sie an diesem Seminar über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln teilnehmen. Wir werden heute durch die 19. Lektion der Mittelstufe von dem Posaunenschall der letzten 7. Posaune erfahren. Die Hauptstelle ist in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54 und Offenbarung 10, Vers 7. Offenbarung 11, Vers 15. Ich weiß, dass manche von Ihnen vielleicht schon mal von der 7. Posaune gehört haben. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Sie durch das heutige Seminar die größte Erkenntnis über dieses Thema erlangen werden. Die erste Hauptbibelstelle ist 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54. Der Kern dieser Bibelstelle ist das Geheimnis der letzten 17 Posaune. Dieses Geheimnis ist der Posaunenschall, der den Sieg Gottes, die Auferstehung und das ewige Leben verwirklicht. Dann lassen Sie uns gemeinsam in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54 lesen und erfahren, wie das Geheimnis des Schalls der letzten 7. Posaune den Sieg Gottes verwirklicht und wie es die Auferstehung und das ewige Leben erfüllt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune.
denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54, dass der Schall der letzten Posaune das Geheimnis Gottes ist. Sie sagt, dass man bei der letzten Posaune in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt wird. Was geschieht genau? Die Geister der fleischlich Toten werden auferstehen. Und die fleischlich Lebenden werden auch verwandelt werden. Wissen Sie, wie das genau geschieht? Der Körper, der sterblich ist, zieht den heiligen Leib an. Der Tod wird vom Leben verschlungen. Und so wird das ewige Leben wahr. Die Bibel zeigt uns also, wie man auferstehen und ewig leben kann. Und wie schafft man das? Indem man den Schall der letzten Posaune hört. Jesus sprach in Matthäus 24, Vers 31, dass er, wenn er wiederkommt, zusammen mit den Engeln Posaunen und die Auserwählten Gottes zusammenbringen wird. Frage: Wie kann man den Schall der letzten Posaune hören, mit dem Jesus seine Auserwählten versammelt? Wie kann man ihn hören, durch den sich die Auferstehung und das ewige Leben erfüllt? Lassen Sie uns dafür durch die Bibel erfahren, was überhaupt der Schall der letzten Posaune bedeutet und erfahren, wie man ihren Schall wiedererkennt. In der Bibel kommen zum einen physischen Posaunen vor und zum anderen die geistlichen Posaunen. In dem Grundstufenseminar wurde bereits erklärt, dass es in der Bibel geistliche Posaunen gibt, die ähnliche Eigenschaften und Aufgaben wie die physischen Posaunen haben. Die Bibel spricht in Jesaja 58, Vers 1, erhebe deine Stimme wie ein Horn. Die Bibel vergleicht also die Stimme der Verkündigung des Wortes mit dem Schall des Horns, der Posaune. Was bedeutet also der Schall der geistlichen Posaune? Er bedeutet die Verkündigung der Geschehnisse. Frage: Wie kann man den Posaunenschall überhaupt hören? Lassen Sie uns durch Offenbarung 8, Vers 2 erfahren, wie die Posaune in der Offenbarung geblasen wird und die wievielte Posaune die letzte Posaune ist. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Die Bibel sagt in Offenbarung 8, Vers 2, dass die sieben Engel sieben Posaunen bekommen. Wer bläst die Posaune? Die Engel. Und die Posaunen sind Menschen, die sich die Engel ausgesucht haben, um durch sie das Wort Gottes zu verkündigen. In der Offenbarung werden insgesamt sieben Posaunen geblasen. Vier davon werden in Offenbarung 8 geblasen, zwei in Offenbarung 9. Und die letzte Posaune, die siebte Posaune, wird in Offenbarung 11, Vers 15 geblasen. Die letzte Posaune ist deswegen die siebte Posaune. Die Bibel spricht aber davon, dass der Schall der sieben Posaunen unterschiedlich klingt. Die ersten sechs Posaunen unterscheiden sich von der letzten siebten Posaune. Sie werden an andere Menschen ausgerichtet und ihr Inhalt unterscheidet sich. Was genau ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die ersten sechs Posaunen, die in Offenbarung 8 und 9 geblasen werden, die Zerstörung des auserwählten Volkes durch die Zerstörer nach ihrem Abfall verkündigen. Die letzte, die siebte Posaune aus Offenbarung 11, Vers 15 verkündigt, wie das auserwählte Volk vom Tier zerstört wird. Und sie verkündigt die Botschaft der Rettung durch den Sieg Gottes. Die Bibel zeigt uns also,
dass sich die Aufgabe der ersten sechs Posaunen von der Aufgabe der siebten Posaune unterscheidet. Was wir heute unbedingt erkennen müssen, ist der Schall der letzten siebten Posaune, welcher die Botschaft der Errettung überbringt. Wir schauen uns an, welche Dinge geschehen, während der Schall der letzten siebten Posaune ertönt. In Offenbarung 10 heißt es, dass ein starker Engel erscheint. Er hat ein geöffnetes Büchlein und schwört zu Gott. In Vers 7 heißt es, dass sich das Geheimnis Gottes erfüllt, wenn die siebte Posaune erschallt, so wie das Evangelium, das Gott seinen Knechten, den Propheten, gegeben hat. Kennen Sie dieses Geheimnis Gottes, welches sich beim Ertönen der siebten Posaune der Rettung erfüllt? So wie das Evangelium Gottes, das er seinen Knechten, den Propheten, gab? Lassen Sie uns in Offenbarung 11, Vers 15 lesen und von dem Geheimnis erfahren, das sich durch den Schall der siebten Posaune erfüllt. Und der siebente Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Bibel zeigt in Offenbarung 11, Vers 5, dass das Reich der Welt sich in das Reich Gottes verwandelt, wenn der siebte Engel seine Posaune bläst. Die ersten sechs Posaunen verkündigen das Ende des auserwählten Volkes nach ihrem Abfall. Sie verkündigen den Sieg des Tieres, des Hirten Satans. Die siebte Posaune hingegen verkündigt die Rettung durch den Sieg Gottes. Gott prophezeit also, dass viele Gläubigen den Schall der siebten Posaune hören werden, seinen Inhalt erkennen und ein Teil von Gottes Reich werden würden. Das ist die Verwandlung des Reiches der Welt zum Reich Gottes. Frage: Wie erfüllt sich das Geheimnis des Evangeliums durch den Schall der siebten Posaune, das Gott den Propheten gab? In der Hauptbibelstelle von heute, 1. Korinther 15, Vers 51 bis 54 steht, dass durch den Schall der letzten Posaune der Geist der verstorbenen Gläubigen in einen heiligen Leib verwandelt wird, der unvergänglich ist. Die lebenden Gläubigen, sie werden unsterblich und unvergänglich, und sie werden ewig leben. Frage: Was genau geschieht während der Verwandlung, sodass man durch sie unsterblich und unvergänglich wird? Während der Verwandlung vereint sich der Geist Gottes mit dem Fleisch. Sie werden eins und das bewirkt die Verwandlung. Wer tot ist und als ein heiliger Geist existiert, erhält den Leib eines Lebenden. Der Lebende erhält den Heiligen Geist, wird verwandelt und lebt ewig mit Christus. Das ist die erste Auferstehung aus Offenbarung 20. So wird der Tod vom Leben verschlungen. Und so erfüllt Gott sein Versprechen, dass jeder, der an ihn und Jesus glaubt, leben wird, auch wenn er tot ist. Wer da lebt und an ihn glaubt, wird nie den Tod schmecken. Fassen wir zusammen, was geschieht, wenn der Schall der siebten Posaune ertönt. Das Reich der Welt wird zum Reich Gottes. Und die Auferstehung und das ewige Leben erfüllen sich dort. Der Schall der siebten Posaune ist der Schall der Posaune der Rettung, welche die Erfüllung der verheißenen Rettung verkündigt. Der Schall dieser Posaune ist also das Geheimnis der Rettung. Wissen Sie, wer sich durch den Schall der siebten Posaune verwandeln, auferstehen und ewig leben wird? Lassen Sie uns in Offenbarung 20, Vers 4 lesen und erfahren, wer diese großartigen Segen erlangt. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben.
und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Meilzeichen nicht an ihrer Stirn und an ihrer Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Über dieser der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Offenbarung 20, Vers 4 bis 6 spricht von denjenigen, die an der ersten Auferstehung teilnehmen. Zum einen sind es die Geister der Märtyrer, die um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen enthauptet wurden. Gleichzeitig sind es diejenigen, die weder das Tier noch das Bild angebetet haben und ihr Meilzeichen nicht angenommen haben. Die Bibel sagt, dass diese Menschen leben und mit Christus 1000 Jahre lang als Könige herrschen werden. Wer sind sie, die solchen großen Segen empfangen? Das sind die Geister und das Fleisch, welche sich durch den Schall der letzten Posaune in 1. Korinther 15 verwandelt haben. Die Geister, die durch den Schall der letzten Posaune verwandelt werden, sind die Geister der Märtyrer, der Enthaupteten. Sie verwandeln sich und werden eins mit den Versiegelten Gottes, die weder das Tier noch das Bild angebetet haben und kein Meilzeichen empfangen haben. An wem erfüllt sich also die Auferstehung und das ewige Leben? An denjenigen, die entweder als Geist oder als Fleisch an der ersten Auferstehung teilnehmen. Wer also an Gott glaubt und durch die erste Auferstehung an der Auferstehung und dem ewigen Leben teilhaben will, muss den Schall der letzten Posaune hören. Wie aber kann man den Posaunenschall hören? Wie erkennt man den Posaunenschall? Das Buch der Offenbarung sagt, dass die letzte, die siebte Posaune, die Posaune der Rettung und das Geheimnis der Rettung ist. Um das Geheimnis der letzten, siebten Posaune in der Offenbarung zu erkennen, muss man daher die drei Geheimnisse der Offenbarung erkennen. Haben Sie schon mal von den drei Geheimnissen der Offenbarung gehört? Manche schon, die meisten noch nicht. Gott hat in der Offenbarung drei Geheimnisse prophezeit: das Geheimnis des Abfalls, das Geheimnis der Zerstörung und das Geheimnis der Rettung. Wer diese drei Geheimnisse erkennt, kann auch das Geheimnis der Rettung erkennen und gerettet werden. Lassen Sie uns in Offenbarung 1, Vers 20 lesen und noch genauer vom Geheimnis des Abfalls erfahren. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter betrifft: die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Die Bibel spricht in Offenbarung 1, Vers 20 vom Geheimnis der sieben Sterne und der sieben goldenen Leuchter. Die Werke des Abfalls der sieben Sterne, der sieben Engel, wirken als Falle und dienen zum Ergreifen vom Teufel, wie Gott in Jeremia 50, Vers 24 spricht. Deshalb sind sie das Geheimnis des Abfalls. Und sie werden Geheimnis genannt, weil keiner vorher davon gewusst hat. Nicht einmal die Engel der sieben Gemeinden selbst. Als nächstes lesen wir in Offenbarung 17, Vers 7, und erfahren von dem Geheimnis der Zerstörung. Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. In Offenbarung 17, Vers 7 spricht die Bibel vom Geheimnis der Frau und des Tieres mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Das Tier sind diejenigen, welche das auserwählte Volk nach ihrem Abfall zerstören. Sie sind das Geheimnis der Zerstörung. Als letztes lesen wir in Offenbarung 10, Vers 7 und erfahren von dem Geheimnis der Errettung.
sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Das Geheimnis der Rettung in Offenbarung 10, Vers 7 ist das Geheimnis vom Schall der siebten Posaune. Der Schall der siebten Posaune, welcher den Sieg Gottes sowie die Auferstehung und das ewige Leben erfüllt, ist das Geheimnis der Rettung. Derjenige, der das Wort verkündigt, ist die Wirklichkeit der siebten Posaune und das Geheimnis des Erretters. Bis jetzt haben wir von den drei Geheimnissen der Offenbarung erfahren. Wer diese Geheimnisse erkennt, schafft es, zum Haus der Rettung zu kommen, in dem die siebte Posaune erschallt. Wir leben in der Zeit, in der sich die Offenbarung erfüllt. Frage: Durch wen kann man die Verkörperungen der drei Geheimnisse der Offenbarung erkennen? Man kann sie durch den versprochenen Hirten, den neuen Johannes, erkennen, weil er die Verkörperungen der Geheimnisse gesehen und gehört hat, die nach den Prophetien der Offenbarung erschienen sind. Er bekommt das geöffnete Buch von Jesus und ist es in Offenbarung 10. Er ist der Zeuge in Offenbarung 22, Vers 8, der gesehen und gehört hat, wie Jesus alle Kapitel der Offenbarung erfüllt. Er ist der Bote von Jesus in Offenbarung 22, Vers 16, den Jesus auserwählt und zu den Gemeinden gesandt hat, damit er ihnen die Ereignisse von allen Kapiteln der Offenbarung bezeugt. Wer darum an Gott glaubt und den Glauben praktiziert, sollte die Stimme des von Jesus gesandten Hirten hören und vom Geheimnis der Offenbarung erfahren. Der Bote Jesu hat die Verkörperungen der drei Geheimnisse gesehen und gehört, als sie nach den Prophetien der Offenbarung erschienen sind. Darum ist er in der Lage, die Abgefallenen, die Zerstörer und den Erretter zu bezeugen. Es gibt einen einzigen Boten Jesu, der das Geheimnis erfasst hat. Denn Jesus hat ihm die Erfüllung der Offenbarung sehen und hören lassen, sodass er die Offenbarung erkannt hat. Wer von den Verkörperungen der Geheimnisse erfahren will, muss daher von diesen Zeugen lernen. Wer die Verkörperungen der Geheimnisse verstehen will, muss den Verlauf ihrer Erscheinung verstehen. Was denken Sie, in welcher Reihenfolge die drei Wesen erscheinen? Lassen Sie uns die Frage durch 2. Thessalonicher 2, Vers 1 beantworten. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre, dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Gott spricht in 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 3, dass nach der Ankunft Jesu, nach dem Ereignis des Abfalls und der Zerstörung, die Rettung geschehen wird. Daran sehen wir, dass die drei Wesen, nämlich die Abgefallenen, die Zerstörer und der Erretter, nach einer bestimmten Reihenfolge erscheinen. Wissen Sie, wie genau die Abgefallenen erscheinen, mit denen die gesamte Offenbarung beginnt? Sie erscheinen als sieben Sterne in der Hand Jesu und sieben wegbereiteten Engel. Durch sie hat Jesus gewirkt. Mit ihnen beginnt die Erfüllung der Offenbarung. Der Abfall geschieht, indem sie den Bund Jesu nicht bewahren und sich mit den Hirten Satans vereinen. Deshalb sind sie die Abgefallenen. Wie geschieht dann als nächstes die Zerstörung? Und wer sind die Zerstörer? Sie sind das Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Sieben Hirten Satans, welche das auserwählte Volk nach seinem Abfall zerstört. Die sieben wegbereiteten Hirten und ihre Mitglieder, sie empfingen in Offenbarung 13 das Mahlzeichen von den sieben Hirten des Tieres und sie beteten sie an.
Sie haben Gott verlassen und gehören nun zu Satan. So geschah die Zerstörung. Wissen Sie, wie die Rettung geschieht? Sie geschieht durch das Erscheinen eines Hirten, welchen während der Erfüllung des Abfalls und der Zerstörung in der Offenbarung die Verkörperung der Abgefallenen und der Zerstörer gezeigt wird. Er sieht und erkennt die Realität der Offenbarung. Dieser Hirte kämpft gegen die Hirten Satans und besiegt sie. Er ist der von Jesus verheißene Hirte, der sein Zeugnis über die Offenbarung gibt, welches wie ein Posaunenschall ertönt. Lassen Sie uns in Offenbarung 12, Vers 7 bis 11 lesen und genauer davon erfahren. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger, unser Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Offenbarung 12, Vers 7 bis 11 spricht davon, dass ein Kampf stattfindet. Ein geistlicher Kampf zwischen den Hirten des Tieres, die den Himmel, also das Zelt, zerstört haben, und dem versprochenen Hirten. Der versprochene Hirte, der die Erfüllung des Abfalls und der Zerstörung gesehen, gehört und erkannt hat, kämpft mit seinen Brüdern gegen die Schar des Drachen. Sie kämpfen mit dem Wort des Zeugnisses und überwinden. Ab diesem Zeitpunkt gibt es das Heil, die Kraft und das Reich Gottes, wie Gott es verheißen hat. Hätten sie den Kampf gegen die Schar des Drachen verloren, würde es kein Reich Gottes und keine Rettung geben. Das Reich Gottes konnte gebaut werden, weil sie überwunden haben. Auch das Werk der Rettung konnte nur beginnen, weil sie überwunden haben. Der Schall der siebten Posaune ist deshalb die Siegesbotschaft und die Verkündigung des Werkes der Rettung, das heißt die Verkündigung der Verwandlung des Reiches der Welt in das Reich Gottes. Die Realität der siebten Posaune ist der versprochene Hirte, der Überwinder, der neue Johannes, der in der Lage ist, das Zeugnis von all diesem zu liefern. Nächste Frage: Wo ist das Reich Gottes, in dem die siebte Posaune der Rettung erschallt? Das erfahren wir durch Jesaja 18, Vers 3. Ihr alle, Bewohner des Festlandes und die ihr auf der Erde ansässig seid, wenn man ein Feldzeichen auf den Bergen aufrichtet, seht hin. Und wenn man ins Horn stößt, hört hin. Gott spricht in Jesaja 18, Vers 3 zu allen Bewohnern des Festlandes und zu denen, die auf der Erde ansässig sind. Er sagt, dass sie hinhören sollen, wenn man ins Horn stößt und hinsehen soll, wenn man ein Feldzeichen auf den Bergen aufrichtet. Die Berge, wo Gott ins Horn stößt, ist der Berg Zion, wo Gott nach Joel 2, Vers 1 das Horn bläst. Daran erkennen wir, dass der Berg Zion der Ort ist, an dem die Posaune erschallt. Die Bibel spricht in Offenbarung 14, Vers 1 davon, dass jemand auf dem Berg Zion lebt. Gemeint sind das Lamm und die 144.000. Daran sehen wir, dass Gott die Gemeinde des Überwinders, in der die siebte Posaune der Offenbarung erschallt, mit dem physischen Berg Zion verglichen hat. Gott zeigt uns, dass er und Jesus mit dem Überwinder sein wird und dass die siebte Posaune durch ihn ertönen wird. Frage: Was genau ist der geistliche Berg Zion, auf den die siebte Posaune erschallt? Wir gehen zur Offenbarung 7, Vers 1 bis 8 und lesen Vers 3 bis 4. Und sagte, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirn versiegelt haben.
Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israel. Offenbarung 7, Vers 3 bis 4 spricht von den Knechten Gottes, den Versiegelten. In jedem Stamm gibt es 12.000 Versiegelte. Von allen 12 Stämmen kommen also insgesamt 144.000 zusammen. Sie sind die Menschen, welche Jesus und die Engel durch den Posaunenschall geerntet und versammelt hat. Sie sind die 144.000 Erstlingsfrüchte auf dem Berg Zion in Offenbarung 14. Was ist also die Realität des Berg Zion? Es sind die 12 Stämme des neuen Himmels und der neuen Erde, die aus Menschen bestehen, die durch die Ernte und die Versiegelung mit dem Samen Gottes erschaffen wurden. Das ist der Ort, auf den das Himmelreich, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, nach der Verheißung in Offenbarung 21 herabkommt. Hier vereinen sich die Geister mit dem Fleisch und hier gibt es die Auferstehung und das ewige Leben im Himmelreich. Was ist dann die Realität vom Schall der siebten Posaune? Das ist das Zeugnis der Offenbarung durch das Grund-, Mittel- und das Oberstufenseminar von Shincheonji. Der versprochene Hirte des neuen Himmels und der neuen Erde und die 12 Stammleiter haben bereits über alle Kapitel der Offenbarung gepredigt. Als nächstes haben die Lehrer des Missionscenters die Lektionen der Grundstufe gepredigt. Und nun predigen die verschiedenen Gemeindeleiter die Lektionen der Mittelstufe. Das ist die Realität des Schalls der siebten Posaune heute. Zahlreiche Pastoren haben bereits die MOU mit der Shincheonji-Gemeinde geschlossen, nachdem sie an den vergangenen Seminaren teilgenommen haben und dadurch die Wahrheit erkannt haben. Auch die Presse weltweit ist darauf aufmerksam geworden, worauf wir mehrere internationale Pressekonferenzen veranstaltet haben. Genau das ist die Erfüllung vom Prozess der Verwandlung des Reiches der Welt zum Reich Gottes nach Offenbarung 11, Vers 15. Fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Der Schall der letzten, also der siebten Posaune, ist die Botschaft vom Sieg Gottes durch die Verwandlung des Reiches der Welt zum Reich Gottes. Durch diesen Schall erfüllt sich die Auferstehung und das ewige Leben. Wer also auferstehen und ewig leben möchte, muss unbedingt den Schall der letzten siebten Posaune hören. Um den Posaunenschall zu erkennen, um den Schall der siebten Posaune, sprich das Geheimnis der Rettung zu erkennen, muss man die drei Geheimnisse der Offenbarung und ihrer Verkörperung erkennen. Um sie zu erkennen, muss man vom versprochenen Hirten lernen, der diese selbst gesehen, gehört und sie bezeugen kann. Was muss man dafür tun? Man muss unbedingt den versprochenen Hirten treffen und von ihm lernen, um das Geheimnis der Rettung zu erkennen und gerettet zu werden. Alle Mitglieder der Gemeinde des neuen Himmels und der neuen Erde kennen durch diesen versprochenen Hirten die Wesen der drei Geheimnisse. Sie kennen die Abgefallenen, die Zerstörer und auch den Erretter. Das ist der Beweis des Hauses der Errettung. Liebe Pastoren und liebe Gäste, ich empfehle Ihnen, das Seminar bis zum Ende zu verfolgen und vom Geheimnis der Errettung zu erfahren. Ich wünsche mir für Sie, dass Sie durch die Erkenntnis der Weisheit, der Wahrheit Gottes in Gott und Jesus eins mit uns werden. In der nächsten Stunde wird Sie ein Lehrer begleiten, der noch besser predigen kann als ich. Er wird darüber sprechen, wer der Sohn ist, der das Erbe Gottes empfängt. Seien Sie dabei und erlangen Sie die große Gnade durch die tiefe Erkenntnis. Lassen Sie uns zum Abschluss daran denken, dass wir in Gott und Jesus eins sind.
Lassen Sie uns gemeinsam den Satz We are one rufen. Ich rufe We are one. Dann können Sie eine 1 zeigen und mit mir den Satz rufen. Wir sind unabhängig von den Nationen, Herkünften und Religionen, eins in Gott, Jesus und der Bibel. We are one. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Heiliger und dankenswerter Vater Gott, ich danke dir aus tiefstem Herzen für deine große Liebe und für deine große Gnade. Wir leben in der Zeit, in der du dein Werk zu Ende führst. Die letzte 7. Posaune, die du verheißen hast, erschallt gerade durch das Online-Seminar von Shincheonji, in dem die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapitel verkündigt wird. Dafür danke ich dir und gebe dir alle Ehre. Vater, hilf allen Menschen, damit sie diesen Posaunenschall hören. Hilf ihnen, damit sie an deinem Sieg, an der Auferstehung und dem ewigen Leben teilhaben können. Denn das ist dein Ziel und die Hoffnung für die Menschheit. Vater, hilf jedem Einzelnen, der den Posaunenschall gehört hat, damit er ein Teil der Auferstehung und des ewigen Lebens sein kann. Hilf besonders allen Pastoren und allen Christen, damit sie durch dein offenbartes Wort eins werden. Leite sie, damit sie durch den Samen deines Wortes verwandelt werden und wiedergeboren werden. Hilf ihnen, damit sie zu deinen Kindern werden, die vollkommen sind. Bitte leite sie, damit sie sich als deine Kinder vollkommen verändern und ein Teil der ewigen Welt deines Wunsches sein können. Denn das ist der Weg der Erfüllung deines Reiches auf dieser Erde. Das ist der Weg des ewigen Lebens für den Menschen. Vater, bitte hilf allen Menschen, damit sie es erreichen können. Ich vertraue dir, dass du unser Gebet erhören wirst und habe all dies im Namen Jesu gebetet, der das Leben ist. Amen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Welche Voraussetzungen gibt es, um das Erbe von Gott zu erlangen? Was wird Gott tun, um die verlorene Welt zurückzugewinnen? Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 19, dass die Schöpfung sehnsüchtig auf die Söhne Gottes wartet. Wollen wir nicht zu den Söhnen Gottes werden, die das Erbe von Gott erlangen? Wer sind Söhne Gottes, die das Erbe Gottes empfangen, und wann erscheinen sie? Vielen Dank an den Lehrer, der uns heute die kostbaren Worte Gottes mitgeteilt hat. In der nächsten Stunde werden wir uns besonders mit Galater 4 beschäftigen und erfahren, wer der Sohn ist, der das Erbe von Gott erhält. Das nächste Seminar findet ebenfalls um 10 Uhr statt. Seien Sie dabei. Ich wünsche Ihnen das Himmelreich und das ewige Leben. Bei Fragen über die Shincheonji-Kirche oder die Lehre können Sie sich gerne an folgende Nummer wenden. Die Mitarbeiter der Gemeinden werden Ihre Fragen ausführlich beantworten. Lassen Sie uns zum Abschluss gemeinsam das Vaterunser beten und Gott verherrlichen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und auf Wiedersehen.